Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Juli von Yusha und wir spielen gemeinsam Sims Mittelalter. So, ja, wir sind zurück, haben noch ein bisschen was in der Quest zu erledigen. Ich habe jetzt überlegt, wir haben beim letzten Mal, als wir unsere erste, also als wir unser Tutorial abgeschlossen hatten, haben wir uns hier eine Klinik gebaut. Da steht jetzt neuer Beruf Arzt erforderlich. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir uns da jetzt einen Arzt erstellen oder was müssen wir jetzt machen? Die Klinik ist der Heilung und der weltlichen Wirtschaft gewidmet. Ja, komm, erstellen wir einfach mal einen Arzt. Oder wir setzen da einfach irgendeinen rein. Hier setzen wir den da rein und dann haben wir einen Arzt. Aber der kostet uns jetzt Geld. Und ist total hässlich. Was bedeutet einrichten? Ach, jetzt sind wir... Komme ich da jetzt wieder raus? Ach, den können wir jetzt... Okay, ich habe verstanden. Die haben doch alles, was sie brauchen, oder? Ich darf jetzt 1000 Dingens ausgeben für... Dinge. Aufbewahrung. Also das Gebäude ist jetzt so riesig und im Grunde hat man nur zwei Räume. Ist okay. Was ist denn das für ein Ding? Operationstisch. Aha. Ja, lassen wir das erstmal so, wie es ist. Rückgängig. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Und was dann nun sortieren? Nobel, militärisch, elegant. Rustikal, künstlerisch, magisch, verschiedenes. Ein Bierfass. Oberflächen, Komfort, Beleuchtung, Deko. Ja, okay. Ach, da geht's noch hoch. Ja, okay. Er hat doch alles, was er braucht. Er hat hier. Hat er einen Ort, wo er Essen machen kann? Nicht so richtig, oder? Hier ist so ein kleiner Kräutergarten. Ist doch ganz schön hier. Essen muss der nicht. Scheinbar. Ach doch, da hat er einen Ofen. Hier, guck mal, dann stellen wir ihn einfach mal so eine hölzerne Speisekammer dahin und dann hat er alles, was er braucht. Zurück in den Königreich-Modus. So, wir haben jetzt auch einen Arzt. Was ist damit? Zauberturm. Aber wir haben noch keinen. Okay. Schlafanlage. Aber wir haben noch ganz viele Dinge gar nicht, sehe ich gerade. Na, so werden wir unser Königreich nach und nach ausbauen. Wir haben jetzt ein Ansehen von 10. Habe ich den Dingens gestellt. Natürlich nicht. Weil Wohlergehen und so. Wissen neutral. Wieso ist das da so? Naja, okay. Errungenschaften, Quests. Karte des Territoriums. Kann man dann noch einnehmen oder was soll man damit machen? Anführer, Schmiedemeister. Mhm. Prinzessin des Handels, ja, okay. Na gut, dann lasst uns mal zurück ins Spiel. Ne, einrichten wollen wir uns nicht. Wie komme ich. Ah. Manchmal bin ich auch ein Depp. So, beim letzten Mal musste ich abrupt aus dem Spiel gehen, da wurde ich gerade angerufen. Und hab dann halt, ich habe sie in der Zeit halt einfach nur schlafen und essen geschickt und mehr habe ich dann auch nicht gemacht.
während ich telefoniert habe. Aber pst, nicht verraten. So, jetzt sitzt sie da noch, da hat sie vorhin gegessen. Außerordentliche Fleischwunde. Ja, das erholt sich wieder. Was soll ich denn jetzt tun? Wein lernen und brauen. Also gelesen haben wir das jetzt. Und jetzt soll ich den Luftinger Wein lernen und brauen. So, los mit dir. Leg los, altes Haus. Hast du den jetzt gebraut? Krug füllen. Jetzt rennt sie wieder hier hin, um den abzusch. Oha. Wir haben noch so eine Verletzungsausrüstung. Können wir die nicht benutzen? Salbe verwenden. Machen wir gleich mal. Obwohl es hält nicht mehr so. Egal. Haben wir ein Bücherregal? Nein. Nicht hier oben. Ach komm, das ist doch gleich weg. Aber trotzdem will ich das ausprobieren. Trink schneller. So, genau das, was ich brauche. Der krönende Abschluss eines großartigen Urlaubs. Ich sollte der Luftinger Brauakademie ein Dankeschreiben schicken. So, wir haben uns jetzt auch geheilt oder auch nicht. Wir haben die jetzt benutzt, aber naja, gut. Und dann gehen wir mal runter zum Brief. Was sind das für eine? Schmiedemeister. Nee, das ist sie. Gut, Frau. Persönlichen Brief schicken. Erfolgsaussichten hoch. Das sollen wir jetzt machen. Dann machen wir erst das und dann machen wir das. So, dann haben wir die Aufgabe auch schon weg und dann soll ich mit jemandem zwei Bürger nach Leben in Yusha über alles fragen. Ja, okay, das machen wir dann als nächstes. Da stehen ja gerade so viele. Oh, die werden alle Freunde, ist doch nicht schön. Jetzt laufen die alle weg. Achso, je konzentrierter man ist, umso höher sind die Erfolgschancen. Das ist ja gut zu wissen. So, weg ist das. Was ist das hier jetzt? Von Überheblichkeit geblendet. Achso, na dann. So, erfüllen wir eine Aufgabe. Heute noch, wenn es geht. Wieso muss die so viel fressen und schlafen? Das geht gerade noch. Ich habe den Brief geschrieben, jetzt muss ich ihn nur noch eins tun. Ihn zu einem Nachrichtenposten bringen und abschicken. Ja, okay, das machen wir dann gleich. So, und dann Dankeschreiben schicken. Ich habe noch 5 Stunden. Läuft hier zufällig einer rum, mit dem ich schon befreundet bin? Nein, das heißt, ich muss mich erst mit ihm befreunden. Was bist denn du für einer? Venek Pusel. Venek Vol Breklin. Dronsival Diasa. Koronde Jiven. Barosh Nimef. Vasime Fash. Wieso haben wir keine Freunde? Wieso? Ach cool, wir haben es geschafft. Okay, königliche Ferien. Als die Brieftaube mit dem offiziellen Dankeschreiben Richtung Himmel entspannt, seufzte Gräfin Juli zufrieden.
Die Ferien waren gut verlaufen, Juli hatte etwas Neues gelernt und konnte nun mit neuem Eifer zu ihren königlichen Pflichten zurückkehren. Juli blickte zum Horizont und lächelte. Und für einen kurzen Augenblick schien es fast so, als würde das ganze Königreich mit ihr lächeln. Oh, aber wir sind aufgestiegen. Wir sind jetzt Monarch Level 3. Cool. Coole Sache. Dein Held hat einen neuen Level erreicht. Möchtest du mehr über... Herzlichen Glückwunsch. Juli hat Monarch Level 3 erreicht. Rufe die Symbologie deines Sims auf, um die neuen Berufsvorteile zu sehen. Der Monarch ist der alleinige Herrscher über das Land. Dieser Sim trägt große Verantwortung, da sein Führungsstil und seine Entscheidungen alle im Königreich betreffen. Vorteile auf Level 3. Spezielle Kampftechnik, wirbelnde Überwältigung, freigeschaltet. Leicht verbesserte Kampffähigkeiten. Okay, wir haben es geschafft. Das heißt, wir müssen uns jetzt eine neue Quest... Oder können wir ein Gebäude bauen? Wir haben 30 KP. Oh cool, wir können ein neues Gebäude bauen. Was bauen wir denn? Rein theoretisch wollte ich jetzt in die Verteidigung gehen. Aber wir könnten auch ein Wächterpavillon bauen. Was ist das? Oder ein Kloster. Oder eine Kathedrale. Oder ein Fußballfeld. Was ist hier noch? Oder eine Schenke. Oder ein Markt. Und was ist da hinten? Ein Leuchtturm. Und hier unten? Eine Mühle. Und das ist ein Zaubererturm. Kultur ist hoch. Ich würde... Wissen ist natürlich schön, aber ich würde trotzdem lieber erst auf Sicherheit gehen. Die Kaserne beherbergt das Militär des Königreichs und bietet Rittern und anderen Kämpfern zusammen mit dem Übungsplatz der... Bestandteil der Kaserne ist, ein Ort, an dem sie ihre Fähigkeiten üben und verbessern können. Also kaufen wir jetzt das Gebäude. Ja, feine Sache. Dann setzen wir da jetzt so einen Ritter rein. Und der kommt schon klar. So, und mal sehen. Wir haben jetzt ein Ansehen von 40 und die Sicherheit ist jetzt auch viel höher. Denn Kultur und Wissen ist dann das Nächste. Dann würde ich sagen, wählen wir uns doch mal eine neue Quest aus. Eine königliche Prüfung. Als treues und produktives Mitglied der Bürgerschaft von Yusha über alles war das Auskommen eines Händlers ein Segen für das Volk. Und konnte daher von Königreich... eingefordert werden. Das machte eine regelmäßige königliche Durchsicht notwendig, um die Billigung des Thrones zu sammeln und Handel zu treiben. Okay. Was haben wir noch? Östliches Versprechen. Das ist ein Herz. Eine Frau aus dem fernen Osten tauchte auf, die anbot, ihre mysteriösen Methoden zu offenbaren. Schlimme Krankheiten zu bekämpfen, selbstverständlich waren die Leute neugierig auf die östlichen Geheimnisse. Einige erklärten sich bereit, ihre neuen Methoden anzunehmen, während andere an der Sicherheit ihrer Praktiken zweifeln. Ja. Okay, gehen wir mal strikt nach Reihenfolge. So weiter. Also unsere Dingens geht hoch. Ich kann das jetzt auch mit einem Arzt machen, oder wie? Gruppenanforderung Monarch. Unterstützung Monarch. Und da ist der... Nee. Das machen wir mit unserer Königin. Ach, das heißt, wir müssen mit den anderen Leuten jetzt auch spielen. Ja, dann hätte ich die selber erstellen sollen. Die sind ja jetzt aber so hässlich. Naja. Aber wir bekommen Geld dazu und Erfahrungspunkte und auch Königreichspunkte, also 20 Stück, die wir dann einsetzen können. Und halt die Sicherheit geht hoch.
Also, die Krone war mehr als alle anderen für die Entwicklung und das... war mehr als alle anderen für die Entwicklung und das Wohlergehen des Königreichs verantwortlich. Sich um das Volk zu mischen und den Bergfried in Ordnung zu bringen, würde sicherstellen, dass die Vision einer strahlenden Zukunft für ganz Yusha über alles Wirklichkeit wurde. Mein Weitblick leitet dieses Königreich, Monarch Gräfin 3, als treues und produktives Mitglied der Bürgerschaft. Ach, das hatte ich schon vorgelesen. Okay. Haben wir angenommen. Alles, was ich sehe, gehört mir. Ich kann es nach meiner Vorstellung formen und verwalten. Aber was kann ich tun, um dieses Land in die Annalen der Geschichte zu... damit dieses Land in die Annalen der Geschichte eingeht. Tja, weiß ich auch nicht. Was muss ich jetzt wählen? Worauf soll Gräfin Juli ihre königliche Aufmerksamkeit richten? Ich werde den königlichen Bergfried in Augenschein nehmen oder ich werde mir die Besitztümer von Yusha über alles ansehen. Was? Ja, komm. Oha. Jetzt habe ich gleich drei verschiedene Aufgaben. Meine Herrschaft beginnt am Thron. Ich sollte mein Heim in Ordnung halten, dann wird es mir der Rest des Königreichs gleich tun. Ja, okay. Bevor du das aber tust, haben wir immer noch eine Aufgabe zu erfüllen. Ah nee, wir haben jetzt neue Aufgaben gekriegt. Vertrag über herrschenden Frieden aufsetzen und ein Edikt erlassen. Dann machen wir das doch mal gleich, solange wir noch fit sind. Da, und außerdem haben wir gerade erhöhte Chance. Das sollten wir dann gleich in Angriff nehmen. So, los. Wir sind schon wieder von... Nee, immer noch. So, das haben wir geschafft. Erhöhe den Mindestlohn aller Lehrlinge im Königreich. Schmelze überflüssige nachlässige Goldreserven ein, um neu hergestellte Waffen und Rüstungen zu vergolden. Nee, Quatsch. Ilbin! So, und jetzt? Ah ja, guck mal, die sind alle dafür irgendwie. Und wie kann ich abstimmen? Was mache ich denn jetzt? Nee, du brauchst die politische... nicht betrachten. Alle habe ich gemacht. Unterstützt... nee, warte. Zur Abstimmung aufrufen. Yay. Also haben wir gewonnen. Super, ich habe alle Verpflichtungen erfüllt. Wir haben jetzt eine richtig hohe Konzentration. Du, Weib. Zu Hause, romantisch, Paar. Warte mal, was sollte ich tun? Outfit aus Schrank zusammenstellen. Am Feuer wärmen und am Schreibtisch königliche... hier? Biografie diktieren, oder wie? Ja. Oh,
Ah, hier ist schon auf dem Weg. Oder auch nicht. Wieso kämpfen die denn da? Wieso steht die da jetzt? Monarch. Bogani. Palvig. Ha, Problem gelöst. Dense Flane. Ah, jetzt spielen die hier rum. Die hat auch ein hübsches Kleid an. Altes Weib. Oh, aber ich mag ihr Kleid. Das ist so... Ja. Okay, was sollen wir noch tun? Huf, was ist das denn? Biografie laut vorlesen. Habe ich die jetzt im Inventar oder wo habe ich die? Aha, nicht zu verkaufen. Kann ich nicht. Egal, machen wir erstmal das andere. Was sollte ich noch tun? Am Feuer wärmen? Da habe ich ein Feuer. Hände wärmen. Dann sollte ich ein Outfit aus Schrank zusammenstellen. Super, das haben wir auch. Gucken wir gleich. Jetzt pinkelt er erstmal in meinen Pisspot. Ach, das ist das Vibe. Die Beraterin. Jetzt geht sie erstmal baden. Sweet. Ah, cool. Ich kann meine Haare auch anders machen. Ich kann sie sogar färben. Schöne Sache. Hm, steht ja auch gut. Ich kann ja mal eine andere Farbe nehmen. Denn rein theoretisch sind wir ja Gräfin Juli. Das heißt, die muss man ja eigentlich auch ein bisschen ähnlich sehen. Und ich bin nur mal blond. Wohl eher so. Locken habe ich aber nicht. Gott, kurze Haare habe ich auch nicht. Ja, ich weiß, die Zeit ist um. Gucken wir mal erst noch gleich nochmal so ein bisschen. Und behalten wir doch einfach die, die wir vorher auch hatten. Na gut, dann sehen wir uns hier gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tüdelü.